Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Portal 2. Wir gehen jetzt los und ziehen GLaDOS den Saft ab. Es könnte vielleicht der letzte Part sein, ich weiß es nicht. Wow. Da ist was am Flackern. Okay. Gehen wir mal durch. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Dispensary. Was? Das ist. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Oh oh. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Was? Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck ab einem Seil von der Decke hängen lassen. Was? Scheiße. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Oh, oh. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Hallo, bist du GLaDOS. Die letzte Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Das ist meine Chance. Na? Das ist gefällt's dir? Gar nicht so wieder. Auf den Kampf. Oh, du warst beschäftigt. Ja, war ich. Tja. Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Was dein alter denn? Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Warte mal. Hallo? Wirklich? Ich hasse dich so sehr. Ich dich auch. Zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Ja? Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich! Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Ein Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Ja, und ich werde ihn auslösen. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern. Bereit für den Transfervorgang? Ja! Oh, ja. Nein. Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Verdammt! Ja! Außer ein Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drücken! Drück einfach drauf! Draufdrücken? Es nicht. Soll ich nicht? Ja, los, mach es! Ich mach es! Verreck in der Hölle, GLaDOS! Ich glaube, sie lügt. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Ja. Nicht auf sie. Ja, stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf, dann kann sie uns nicht töten. Eben gern. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste zu Widerhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Ey, GLaDOS. Viel Spaß in der Hölle. Hat gelöst. Verreck. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Auf jeden Fall. Nein, für stopp, dich wird nein. Es schmerzhaft. Nein! Vielen Dank, Wiki. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Ey, wir haben es geschafft. Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen.
Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein. Wir haben es geschafft. Aber ich bin riesig. Wir sind frei. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Ist das dein Ernst? Weißt du endlich, wie gut sich das anfühlt? Wheatley? Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Willst du mich verarschen? Das ist ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Das? Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Hi. Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Könnte ein Schwachkopf das? Wheatley! Oh, shit. Was haben wir gemacht? Aperture Science Innovators Teil 6, der Sturz. Na, wie läuft's? Oh, hi. Geht so. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Das ist sehr schön. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier eine. Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Oh, habe ich das? Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Mal schauen. Ich versuche gerade. Oh oh. Wow. Wow. Au. Au. Okay. Klar, dass es ausgeschaltet. Das ist eine Kartoffel. Wheatley ist böse. Und wir sind am Arsch der Welt. Geier sind wir hier. Alter. Ist das die Kanalisation oder was? Hier ist ja noch mehr Schrott als oben. Hier ist Strom. Und da kann ich auch noch hin. Okay. Gott, mein Rücken tut weh. Dieser Fall war echt. Oh. Gott. Was ist das hier?
im Ernst, wo sind wir hier? Was ist das? Ist das irgendwie die Mülldeponie von Aperture Science? Okay, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Okay. Ich glaube, hier bin ich gerade falsch gegangen. Oh, vielleicht soll ich doch mal hier entlang gehen. Keep out. Do not enter. Contained testing area. Aperture Science Cosmic Ray Splashing Elements. Okay. Ah, da oben. Gut, dann hüpfen wir nochmal hier rein. Keep out. So, jetzt bin ich mal hier drin. Aber was zum Henker ist das? Do not enter. Keep out. Keep out. Sind wir hier in... Ist es... Was ist das? Hier sieht es ja wirklich heruntergekommen aus. Trotzdem ist ja Licht. Also ist das irgendwie wohl noch wichtig. Aber den Hebel. Oh, wow. Das ist mal eine große Schleuse. Gott, aber dass Wheatley uns verraten hat. Ach, da drüben ist auch einer, okay. Ja, komm. Was ist, wenn da etwas rausfließt? Daran habe ich nicht gedacht. Oh, 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 oh. Keine Flüssigkeit oder so. Was hat dann eine Wand? Warte, diese verdammt fette Schleuse hat eine Wand versteckt? Mit einer Tür und einem Stuhl und einem Tisch oder was? Okay. Danger. Admittance to authorized personnel, keep out. Wo zum Henker sind wir hier? Jetzt mal im Ernst. Okay. Danger. Ist das hier auch schon diese Säure? Da, Aperture Science. Wir sind auf jeden Fall noch in Aperture. So viel steht fest. Da komm rein. Hier ist noch ein Hebel. Willkommen, Herr bei Aperture Science.
Science. Was? Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Party erst schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Ihr gehört die Firma. Cave Johnson? Die Stelle von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon umdrehen, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Okay. Cave Johnson? Komischer Typ. Da oben können wir hin. Also von hier habe ich mal einen besseren Überblick. Können wir da hinsegeln? Da können wir hinsegeln. Au! Ein bisschen verrechnet hatte. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Sein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt einen Willen aufzuzwingen ab. Mich kurz vor. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Rückstoßgel? Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbieterinnen DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbieterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Das ist Cave Johnson. Spirit of Idaho. Okay. Local interpreted by Serpmin. Ja, hier ist alles weg. Okay. Hier ist ein Aufzug. Was zum Henker? Ich habe immer gedacht, GLaDOS ist der Leiter von Aperture Science. Wer ist Cave Johnson? Und wo sind wir hier? Kann sich vergrößern? Ja, da können wir hin. Okay, da hinten müssen wir hin. Sehr gut zu wissen. Wenn wir das Portal dahin machen. Und ich habe da eben schon gesehen, dass unter dem Aufzug eine Portalfläche ist. Da. Dann machen wir damit wieder Masse mal Beschleunigung gleich. Durchfliegen. Oh, scheiße. Das habe ich vielleicht nicht ganz zu Ende überdacht. Das ist bestimmt 50 bis 70 Jahre alt. So wie wie das ist. Pump Station Alpha. Was haben wir hier? Gale Pressure Control. Was ist dieses Gel? Oder will ich es überhaupt wissen? Gelflow. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Damit. Ja, auch hier ist auch schon ein Emanzipationsgrill oder wie die heißen.
Junge, Junge, Junge. Ich bin aber echt mal gespannt, was uns hier noch erwartet. Aber... Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagt die im Labor. Meep? Okay, das verzögere ich mal ganz schnell auf die nächste Aufnahme, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt wieder ein paar Folgen aufgenommen und ich würde sagen, wir sehen uns dann doch beim nächsten Mal. Ich habe ganz ehrlich gedacht, wir hätten es jetzt durch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.